Test, 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 Test. Ein Teststream mache ich hier. Ich gucke was, wie das mit der Konsole funktioniert. Also die Problematik ist zurzeit eben, ich habe keinen Sound. Ihr solltet auch keinen Sound hören. Ihr hört halt nur meine wunderschöne erotische Stimme. Aber weiter halt auch nichts. Und das ist halt extrem kacke. Ich weiß halt noch nicht, an was das liegt. Ich hatte es noch nicht rausgefunden eben. Zurzeit eben leider nur ohne Sound, was ich halt wie gesagt nicht raffe, weil die Sache ist, ich selber habe halt jetzt auch keinen Sound mehr. Könnte zwar jetzt mein Headset anschließen, dann würde halt aber eben, also an die Konsole, dann würde halt aber ihr gar nicht meine Stimme hören, weil es halt irgendwie meinen Sound dann nicht wiedergibt, ne? Und somit habt ihr halt keinen Sound, ich habe halt keinen Sound, geh mal drauf hier. Aber so hat man halt immer meine Stimme, was natürlich aber trotzdem doof ist. Wie? Ach, Janida, Hallöchen, Madame. Ich weiß, dass ich keinen Spiel-Sound habe. Deswegen ist das ja auch ein Test-Stream. Das ist nämlich ganz merkwürdig, weil ich ja mit Konsole gerade streame. Und ich gerade am Versuch. Ich habe jetzt die ganze Zeit rausprobiert. Ich bin erstmal zufrieden, dass der Scheiß überhaupt erstmal so weit läuft. Aber ich finde jetzt die ganze Zeit nicht heraus, wie ich das schaffe. Eben, meine Stimme kommt zwar rüber, das ist klar, aber eben nicht den Sound wieder kriege. Nee, nee, ist ja kein Ding, Ende. Das werde ich wahrscheinlich noch tausendmal erzählen, solange ich jetzt gerade kurz streame. Sofern halt Leute ankommen jetzt. Ich finde halt einfach nicht heraus, wie ich einfach den Sound kriege. Ganz einfach. Das kotzt mich gerade übelst an. Hab die ganze Zeit rumprobiert, alles Mögliche. Aber es will halt nicht das, was ich will. Sound! Sound! Gib den Sound! Gib uns Sound! Yeah, Motherfucker! Oh. Test, Test, Test! Deswegen, so sitze ich mich auch die ganze Zeit hier und habe natürlich selber auch keinen Sound. Oh. Hey da. Renn doch nicht weg, Mann! Jetzt gerade, wo ich eine Viertelstunde auf deinen Kopf geaimt oder versucht habe, auf dein scheiß Head zu aimen, rennt er halt weg. Bin ich doch der King of Head Level Aiming? Wow. T-Hunt. I love it. Wie gesagt, ich könnte jetzt zwar mein Mikrofon anschließen an die Konsole eben. Dann würdet ihr aber meine Stimme nicht mehr hören. Ich hätte den Sound und könnte dann mit In-Game mit Leuten reden. Also ich meine jetzt gerade In- und T-Hunt. Aber das ist halt genauso dumm. Ich weiß halt einfach nicht, wie ich das hinkrieg. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schwer ist, weil eigentlich ist es Schwachsinn. Die Konsole ist mit einem HDMI-Kabel verbunden. An die Capture Card. Warum nimmt er denn kein Audiosignal? Hätte mich auch gewundert. Zurzeit kann mir nämlich gar keiner weiterhelfen. Ich habe ja schon bei Tripper gefragt und dann kurz noch irgendeinen, der hier gerade Konsole gestreamt hat.
Er konnte mir halt auch nicht sagen. Meinte, ich muss das mit irgendeinem AUX-Kabel verbinden und ja. Ich hätte irgendwann nicht gedacht, dass das so komplex ist, auf einmal hier das verdammte Konsole anzuschließen. Das ist Witz. Wo? Kommt der hinter mir? Oh, Angadi, Hallöchen. Zum Kotzen. Kein Sound. Ich höre nicht, wenn die Bomber von hinten kommen. Dreckig wie alles andere auf dieser Welt. Da sind wir schon wieder außerdem nicht mehr bei 100 Subs, nämlich bei 95 sind wir schon wieder runtergedroppt. Ist halt echt eins lustig. Darf ja nicht eins nice sagen, das ist unangebracht. Schieben wir mal hier hin. Da di di da 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 di da da da. Psycho, Hallöchen. Da da di da da di da da da. Ich habe kein Game Sound. Aber wäre Game Sound so, oh, was von geil. Ah, wo ist jetzt der Bomber? Der wird er hier bestimmt gleich antanzen. Ach ja, und Aiming habe ich mit Controller auch nicht. Da hätten wir immer schon mal diese komischen Bomberviecher weg. Wie gesagt, das ist hier nur gerade ein Teststream, wer hier jetzt gerade noch reingekommen ist. Ich probiere gerade aus, wie das über Konsole Stream funktioniert. So. Hab jetzt meine Capture Card drin, ihr könnt ja mal sagen, wie die Quali ist. Also ich schaue jetzt gerade nicht mit 1080 und 60 raus. Könnte ich zwar. Dazu müsste ich halt das OBS nochmal umstellen. Mir ging es jetzt eigentlich eher gerade darum, überhaupt mal als allgemeine Resonanz zu kriegen. Bloß halt. Einfach zu zeigen, hey Alter, ich habe eine Capture Card drinne. Hey, sag mal, wie viele wollen da noch hin? Mach mal Waffenwechsel, ups. Hab gesagt, mach mal Waffenwechsel, ups. Ich hab gesagt, Waffenwechsel. Wo ist denn der scheiß Waffenwechsel? Nein. Ich bin dumm. Wo ist denn der Waffenwechsel? Hallo, Hallöchen. Das ist Hocke. Ah, Piste. Jetzt kommen die Piste. Es geht's. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Nimm mal ein Knife, mein Freund. Yeah. Wupsti, wupsti. Switch. Headshot. In der next Pro Gamer of the Consoles. Ja, das ist ein Touch-Stream. Deswegen habe ich auch nix Sound, weil ich nix wissen, wie ich das einstellen kann.
Miau, juhu, juhu. Wollte ja eh schon immer Konsole streamen, das geht halt einfach um Bandbreite. Konsole ist groß Community. Agonie muss groß Reichweite kriegen. Ab durch die Mitte, mein Freund, ich bin bei dir. Agonie braucht nämlich mehr Fame. Dann müsst ihr nur noch Skill besitzen mit dem Controller. Hier, fress meine Flash. Ah, ich kann genauso gut flashen wie ihr. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Ja, und wie gesagt, ich habe leider keinen Game Sound. Das liegt halt daran, dass ich nicht irgendwie das hinkriege. Dass irgendwie der Game Sound rüberkommt. Es macht halt. Ka ich verstehe es halt nicht. Ja, ich spiele schon ab und zu mal ein bisschen, also auf der Konsole. Das kriegt bloß keiner mit, weil ich halt das nicht streame. Das ist das einzige Rainbow, was ich spiele, ohne da mal zu streamen, weil ich halt ein bisschen gucken will, ob ich da irgendwas geschissen bekomme. Aber ja, gut, wie gesagt, es funktioniert halt nicht so, wie ich es gerne hätte. Und das ist halt nervtötend as fuck. Und das kotzt mich halt übelst krass an. Ich weiß halt nicht, was der Blödsinn soll. Dass hier eben kein Sound da ist. Ich werde mir wahrscheinlich auch für Konsole einfach irgendwann mal dreisterweise eh ein Dings kaufen. Wie heißt der Scheiß? MK gerne Dingsbums da eben. Konverter. Wahrscheinlich, weil ich habe auch noch vor, eventuell, wenn es hinhaut, vielleicht sogar noch Xbox zu machen. Einfach alles abdecken. Dann hat man 3 Tage die Woche, dann einen Tag PC, einen Tag Konsole. Also Xbox, PS4 oder sowas. Einfach um die maximale Bandbreite zu erreichen. Da wird zwar bestimmt genug Leute geben, die dann meinen, warum spielst du bitte sehr Konsole mit Maus und Tastatur? Ja, weil eigentlich wir hier einen Shooter spielen und man Shooter mit Maus und Tastatur spielen sollte. Wenn wir ein andere sagen, ja, dann spiel doch Maus und Tastatur auf PC. Ja. Bum, bum, bum. Nimm mein Knife. Uhuhuhu. Ich hab den Bomber, den Boomer genommen und ihn platt gemacht. Gott, ich hasse die Hand. Wie gesagt, Leute, ich weiß noch nicht ganz genau, woran es liegt, dass ich eben keine Audioquelle habe. Die halt mir das ermöglicht, irgendwie das verfickte Signal von der Konsole rauszuhauen. Ich verstehe es, wie gesagt, einfach gar nicht, an was es liegen mag. Ich habe schon so viel probiert, ich habe die ganze Zeit rumprobiert und bla 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 Keks und es kommt halt kein Signal raus. Ich, nebenbei hier probiere ich auch gerade die ganze Zeit schon immer irgendwie rum, da irgendwie noch ein Signal rauszubekommen. Es will halt aber nichts von zu nuckeln und das ist halt belastend, as fuck, so. Weil ich einfach nicht verstehen kann, woran es liegt. Warum will hier kein Signal kommen? Warum, mon ami? Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Warum du nicht machen Signal? Test, 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 test. test, test, test. 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 Hey Violetta. Hey Violetta. Hey Violetta. Super, jetzt hört man mich Super, halt jetzt hört man mich doppelt. halt doppelt. Test, test. Test, test. Super, jetzt gibt Super, er das jetzt gibt er Signal auf das meinen Signal Bildschirm auf meinen weiter. Was Bildschirm ein weiter. Was Fake, ein Alter. Fake, Alter. Nee, nee. Ich habe jetzt schon mal Ich habe jetzt schon mal rausgefunden, rausgefunden, dass er mein Signal dass er gerne mein mal auf dem Signal gerne mal Bildschirm auf dem ausgibt. Bildschirm ausgibt. Ich, wie gesagt, ich probiere schon die ganze Zeit rum, aber es will halt eben nicht von zu nuckeln, dass er hier mir halt irgendwie ein Signal raushaut.
Ich kann halt einfach nicht verstehen, woran es liegt. Es ist nicht sehr unbegreiflich. Weil das Ding ist ja mit einer HDMI-Kabel verbunden, also die Konsole geht rein in die Capture Card. Und dann geht ein HDMI-Kabel natürlich von der Capture Card aus zu meinem Bildschirm, ist ja klar, damit ich eben ein Signal habe. Somit geht ja das Signal eben durch die Capture Card, wird dann auf meinem Bildschirm wiedergegeben und dieses Signal geht ja dann über OBS raus. Was ich halt nicht verstehe, ist eben, was daran verfickt nochmal zu schwer ist, das Audiosignal von, was ja über das HDMI-Kabel mitgeliefert wird, sich abzugreifen und es wiederzugeben. Das macht keinen Sinn. Es ist ein verdammtes HDMI-Kabel, was da reinführt. Kein DVI-Kabel, also es ist halt Sound mit dabei. Warum wird es nicht abgegriffen und warum kann ich es nicht wiedergeben? Das ist komplett unlogisch. Also für mich jedenfalls bisher. Und ja, jetzt sitze ich halt hier, habe zwar soweit alles hingekriegt, ich musste halt viel machen. Ich habe mich heute Morgen hingesetzt, die scheiß Capture-Karte eingebaut. Dann habe ich sie nochmal ausgebaut, weil ich gedacht habe, eventuell ist der PCI-Port, wo ich sie drin hatte, defekt. Weil er hat sie nicht gefunden. Musste ich halt ins BIOS gehen, habe mal da ein bisschen rumgeguckt und dann das UEFI, also das BIOS, geupdatet. Und danach ging es dann halt eben, dass er die Capture-Karte erkannt hat. Und ja, Hydro-Hallöchen. Aber das war. Ach, fix. Kruzifix nochmal! Musste ich halt eben die Capture Card, hat er dann eben erkannt gehabt danach, wo ich dann das Update gemacht hatte für das BIOS. Danach musste ich dann halt eben noch Firmware installieren und alles sowas. Und ja, dann ging das halt. Das habe ich soweit immerhin hinbekommen, aber es fehlt halt einfach das verfickte Audiosignal. Ja, ich würde euch ja gerne. Ja, Hydro, darum geht es jetzt eigentlich gerade nicht, um zusammenzuspielen. Ich finde mich gerade eigentlich nur ein bisschen zeigen, dass ich gerade Konsole streame. Vielleicht hat irgendjemand eine Idee in der Zeit außerdem, wie ich mein verficktes Audiosignal kriege. Außerdem Leute looten, die da sind. Es geht nur gerade darum, dass die Leute hier sehen können, ah, guck mal, der hat das schon mal so weit hingekriegt. Jetzt fehlt halt nur noch das verfickte Audiosignal bei der Konsole, damit er hier irgendwie mal was hören kann, der arme kleine Agony. Bäm. Mal ist er übelst wack auf Konsole. Wuhu! Bäm, sehr geschossen. Also mit. Die Sache ist gerade, ich kann auch eh nicht in-game reden. Ich habe in-game ja selber kein Voice. Weil ich jetzt gerade ja eh. Würde ich jetzt nämlich mein Dings anschließen an die Konsole, mein Headset. Hättet ihr halt eben keinen Sound. Also ihr würdet nicht mal meine Stimme hören, plus nicht mal mein Voice. Also plus nicht mal den Game Sound. Okay, ja, das kann ich mir halt eigentlich nicht vorstellen. Hörte? In Spielweise, wie ich Audio hören kann, man ja. Das ist klar. Darum geht das nicht. Es geht darum, dass die Capture-Karte kein Audiosignal gibt. Die Sache ist ja, ich will ja ganz normal die Capture Card drin haben. Mein Audio soll über Voice laufen und er soll jetzt von der Capture Card jetzt, da dieses Signal durchgeschliffen wird, so wie er das Monitorsignal ja wiedergibt, das scheiß Audiosignal wiedergeben. Macht er halt nicht, weil er behindert ist gerade. Deswegen werde ich hier gleich bald verzweifeln. Ja, ich habe auch schon gegoggelt gehabt und sowas. Also ich habe halt nichts gefunden. Und ja, ich habe hier halt, wie gesagt, viel rumprobiert. Schon. Aber nichts zum gewünschten Ergebnis geführt. Also ich. Na. Ich weiß, dass ich über PS4 streamen will, kann, aber das will ich halt nicht. Wozu habe ich eine Capture Card? Ich habe die ja extra dafür gekauft. Lieber.
Test, Test. So, jetzt solltet ihr die Game Sound haben, ne? Ist ja natürlich lustig. Okay. Sache ist jetzt, das Game-Signal, was wir jetzt haben, ist halt das über meinem Bildschirm. Ja, die Sache ist gerade, ich habe meine, von meinem Headset, das Audiokabel ist ja in meiner Autostrecke, aber die ganz normale USB-Anschluss, den habe ich ja in meiner Konsole drin. Aber die Problematik ist halt jetzt, ich habe jetzt den Game Sound auf meinem Monitor, nicht in meinem Headset. Ich weiß, dass Sound da ist. Und das ist aber doof, weil ich brauche den Sound eigentlich hier und nicht da. Das habe ich vorhin soweit auch schon hingekriegt gehabt. Ich muss mal kurz was anderes ausprobieren. Ja, ja, Sound ist da. Wie gesagt, das hatte ich ja vorhin schon, aber es ist halt nicht das, was ich will. Ich will nämlich Sound hier, nicht da. Ich weiß, wie das geht, Alter. Hey, liebe Biene, Hallöchen, dass du wieder reinschaust. Freut mich. Und Leute, das Loot nicht vergessen, ihr faulen Säcke. So. Test, 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 Test. Wie gesagt, das Audiosignal soll halt eben eigentlich nicht da vom Monitor kommen. Es soll eigentlich hier rein, ihr und ihr sollt das halt trotzdem hören. Ja, kann man. Ich könnte jetzt was anderes ausprobieren. So, jetzt müsstet ihr mich hören, aber die Sache ist halt jetzt habe ich zwar Game Sound auf mein Headset, weil ich jetzt die Sache folgendermaßen ja gemacht hätte. Ich habe die Scheiße jetzt eben mal an den Monitor angeschlossen. Und ihr hört mich jetzt halt über die Webcam. Aber das ist halt nicht der optimale Sound, so den man gerne hätte. Muss man hier weiter rumgucken. Test. Test, Test.
Also so könnte man mich halt, wie gesagt, jetzt hören. Jetzt hätte ich halt das Headset ganz normal auf, hätte aber nur den Game Sound über mein Headset und das Mikrofon würde halt jetzt über die Webcam gehen und das ist halt kontraproduktiv, weil man sich da halt im Stück, glaube ich, jetzt gerade scheiße anhört. Also das kann man mir nicht erzählen, dass ich mich jetzt gerade in irgendeiner Art und Weise wirklich gut anhöre. Zumal das Mikrofon ja auf Dauersenden gerade ist, ne? Test, 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 test. Und ja, das ist, wie gesagt, eigentlich meines Erachtens jetzt die Lösung, die mir jetzt mal so auf die Schnelle eingefallen wäre, so. Die könnten mal ganz kurz sagen, wie das Signal gerade ist, also meine Stimme, das ist ja mal ganz nett zu wissen. Schießen, schießen, ja, ist ja klar. Wie gesagt, das ist halt über die Webcam das Mikrofon gerade. Sehr bescheiden, ja. Das war halt zu erwarten, weil Webcam-Mikrofon ist halt für den Arsch. Wie gesagt, das wäre jetzt das, was mir jetzt gerade mal kurz eingefallen wäre. Man könnte aber auch noch was anderes kurz ausprobieren. Ich muss jetzt gerade mal überlegen. So, jetzt müsste halt der Game Sound zwar immer noch da sein, ne? Und jetzt müsste man mich halt auch wieder ganz normal hören über mein Headset, über mein Dings vom Mikrofon und zwar. Test, Test. So, jetzt solltet ihr mich hören, meine Damen und Herren. Ich bin der Agony. Ich bin wieder da. Test, Test. So, sagt mal was. Gibt mal Resonanz, meine Damen und Herren da draußen. Marvin, danke. Hydro, okay. Ich glaube, ich habe jetzt herausgefunden, wie man es optimal gelöst gekriegt. Sehr nice, ja. Die Sache ist jetzt gerade, ich habe ja einen Autoverstärker ran, den Sennheiser
GSX-1000. Und die Sache ist halt, ich habe den die ganze Zeit nicht auf mein Headset eingestellt. Ich habe die ganze Zeit das Autosignal ganz normal über meinen Boxen laufen lassen. Und jetzt ist mir mal gerade überlegt gewesen, da ich ja bei OBS ja einstelle, da ich ja bei OBS eingestellt habe, dass er halt eben mein Autosignal abgreift von einem Sennheiser Audioverstärker. Und da ich ja das Autosignal also denn auf dem Rechner geht über meinen Autoverstärker, somit die Capture Card das wahrscheinlich auch an meinen Autoverstärker sendet, mal kurz die Taste zu drücken. Und dann geht's. Das war halt einfach nur mal, ich muss kurz überlegen, Alter. Seit ein paar Stunden musste ich halt schon stark überlegen. Aber das heißt, jetzt kriegt man es halt hin. Also jetzt könnte ein Argoni wahrscheinlich auch ordentlich spielen, weil er jetzt den Game-Sound hat, den er gerne möchte. Plus das Beste ist halt, da es über meinen Autoverstärker läuft und über die Capture Card, kann ich das so schön laut machen, wie das vorher gar nicht möglich war für mein HyperX, dass ich, da war ich ja fast taub gewesen, habe ich fast vorher gar nichts gehört. Aber gut. Jetzt könnte man sogar Discord nutzen. Dann bin ich ja zufrieden. Agony klärt Zeit alleine. Na, Ranked kann ich noch nicht. Das war alles gerade nur zum Testen erstmal. Ich kann gleich mal einen Locker anfangen. Dann könnt ihr mal sehen, wie richtig krass Potato aussieht. Game, ich hasse mein Leben. Oh. Over 9000. Querdenker, ja, ich spiele heute mal Consolere. Consolere. So, ich muss mal hier kurz was testen. Bums. Ich hoffe, ihr habt jetzt noch Audiosignal. Stimme kommt noch. Verlassen. Ich muss mal kurz was anderes hier ausstellen. Will hier nämlich gerade ein bisschen rumprobieren. Jetzt haben wir nämlich gar kein Signal mehr. Das ist wichtig zu wissen. So, ihr solltet jetzt meine Stimme hören, aber wieder nichts hören. Nehme ich mal stark an. Gut. Das heißt also, Digital Audio muss an. Jo, sehr schön. Jetzt bin ich halt schlauer. Ich werde halt immer klüger gerade. Yeah, ich bin ein fucking Hero. Sehr schön, sehr schön. Das hätte ich nicht erwartet, dass ich das noch geschissen kriege. Guti, also wie ihr gerade seht, ich bin gerade mal Ranked, sage ich schon. Level 12. Wir gehen mal ganz kurz ins Casual rein. Da könnt ihr mal meinen krassen Potato Skill live gegen andere Mitspieler sehen. Over 9000. Morgen bist du hier doch an gestern Twitter geschaut und nichts. Ja, ich, Hex, mein Lieber. Ich teste gerade nur was. Deswegen steht ja auch im Streaming-Titel PS4 Test. Weil ich gerade meine Capture Card heute Morgen eingebaut habe. Und jetzt dabei bin, eben zu gucken, wie das alles funktioniert. Ja, ich bin eine liebe Biene, das kann ich euch gleich zeigen. Das ist die Over 9000 Explosions, Fick meine Mama und so weiter, Sensitivity. Hahaha! Hier, da seht ihr es. So viel dazu. Also, ich werde jetzt hier, eventuell kann man gleich zusammen zocken, Leute, aber ich will hier erstmal, wie gesagt, ein bisschen rumprobieren. Ihr solltet jetzt eben den Game Sound haben, ihr habt jetzt eben ein verficktes Bild und ihr hört meine erotische Stimme. Jetzt fehlen halt nur noch die Loots. Ausrufezeichen Loots hier, Damen und Herren. Mute.
Wie gesagt, man kann noch mitspielen wahrscheinlich gleich. Ich will erstmal, bleibt mal alle ganz locker, ich will erstmal mich hier drauf konzentrieren, ob das alles ordentlich hinhaut. Ob das so funktioniert, wie ich es gerne hätte. Ich brauche jetzt halt eben Feedback, wie das aussieht eben. Hört ihr meine Stimme gut? Hört ihr das Spiel laut genug? Ist das Spiel zu leise? Ist meine Stimme zu laut? Ist meine Stimme zu leise? Wie ist die Qualität von, überhaupt von der Qualität? Also die Qualität eben von Game her gerade, ne? Und alles sowas. Sowas müsste ich jetzt halt wissen. Mal denken die, wir spielen Secure Area? Also ich bin ziemlich scheiße, wie man gerade sieht, ne? Also jetzt auf PC hätte ich die jetzt alle weggebumst, weil die halt extrem schlecht sind. Ah, okay, gut, das ist halt, wie gesagt, sowas muss ich halt wissen jetzt gerade. Mir geht es jetzt gerade nur darum, jetzt eben Feedback zu sammeln, deswegen ist es ja auch ein Teststream und nicht ich spiele jetzt und seid ihr Leute vollstream. Ich könnte lauter sein. Das ist kein Ding. Mich können wir halt ein Stück lauter machen. Das kriegen wir hin. So. Ja, den ihr ganze Aim ist on point. Also die Sache ist halt, mich ärgert es. Ihr wisst ja, wie ich auf PC spiele. Diese Gegner, die jetzt da waren, also die hätte man jetzt auf PC, da wäre ich wahrscheinlich um die Ecke gekommen und wäre die Knifen gegangen, weil sie gar keine Chance gegen mich hätten. Und stattdessen Potato und die halt as fuck gegen mich und ich Potato halt as fuck mäßig zurück. Ist halt voll lustig. Schon alleine, dass wir Bombe spielen und sie der Meinung sind, wir reinforcen den ganzen Hallway von Church zu Armory zu, ist halt geil. Ja, Just, die neue Grafikkarte habe ich schon lange. Das habe ich dabei. Oh nein, das habe ich nicht gepostet. Ich habe gepostet, dass ich mir die gekauft hatte. Ist denn jetzt meine Stimme laut genug für euch? Wie gesagt, ich habe die ja jetzt extra lauter gemacht. Ein bisschen. Indem man auf Ubisoft auf die Seite, auf den Support geht und dann sowas meldet. Aber die Grafikkarte kann ich halt noch nicht einbauen. Oder besser gesagt, es macht ja halt keinen Sinn, da irgendwas einzubauen. Ich habe keine Festplatten für meinen neuen Rechner. Ja, ich weiß, der Käse. Ja, Hex, das werde ich ja auch machen, aber da muss ich halt auch erstmal nicht den Money rankriegen für, ne? Ich bin jetzt zur Zeit, was mir eigentlich wichtiger ist, eben meine Festplatten voll zu kriegen. Alter Falter. Ich will ja erstmal, ich brauche erstmal die Festplatten für meinen Rechner und dann könnte man irgendwann vielleicht einen SIM-Controller kaufen, Konverter. Also die Grafikkarte ist eben da. Die Grafikkarte ist. Ich spiele mit gar keinen. Wir sind heute. Ich spiele einfach casual. Oh, Phil! Dein Zap ist abgelaufen. Was ist da los? Oh, jetzt! Und ja, die sind halt. Also, ich wäre halt gut, würde ich halt Aiming gerade haben mit Controller, aber naja. Hey.
Aber das bringt mir halt nichts, diese Grafikkarte gerade zu besitzen, da ich halt für meinen Rechner zurzeit keine Festplatten habe für den neuen. Wo ist jetzt schon wieder eine verfickte Drohne? Und die Problematik ist auch, ich komme einfach mit dem Controller echt scheiße klar. Das sieht man halt. Die Sache ist, es ist mir zu langsam, wenn ich in Scope bin. Oder es ist mir halt zu schnell. Ich habe noch nicht den ordentlichen Wert gefunden. Also ich kann jetzt mal ganz kurz hier nochmal in Options gehen. Dann gehen wir mal ganz kurz auf Controls und stellen mal Aim Downside einfach mal auf 55, gehen halt wieder zurück. Und ja, wo ist denn der gerade umgefallen? Master? Nee. Nicht die Range für eine Schrotflinte, aber ist halt egal. Er hat halt mindestens viermal gefressen. Wie gesagt, ist halt vollkommen egal. Silver Sonic, natürlich komme ich nicht mit dem Controller klar. Das ist dieses Jahr das erste Mal, also seitdem ich existent bin, habe ich noch nie eine Konsole gehabt. Ich habe jetzt erst eine Konsole bekommen vor gut 2 Monaten und spiele halt fast nicht wirklich viel damit. So. Was willst du mir erklären? Silver Sonic. Das weiß ich, Hydro. Ich weiß das alles, wie das funktioniert. Das Aiming ist das Problem, nicht wie man das Spiel spielt. Das ist ja easy. Ja, die besten Einstellungen gibt es halt nicht, weil jeder halt irgendwie andere Settings braucht. Das ist ja wie genau bei meiner Maus und Tastatur, bei meinen Maus-Settings so. Da habe ich halt nicht die gleichen Maus-Settings wie der andere. Hier gibt es halt einfach Anpassungen, die man halt irgendwie selber finden muss, ne? Korrekt, mein lieber Just. Ich weiß, Silver. Silver, ich glaube, du weißt nicht, wer ich bin. Ich kenne dieses Spiel in- und auswendig. Die Sache ist halt nur, ich komme halt mit den Controller-Steuerungen einfach nicht klar. Besser gesagt, mit den Aim beim Controller komme ich nicht klar. Umgeköpft. Und die sind in Bar und so in Stock. Ich fahr halt mit meiner Drohne rum. Gib mir mal aus der Tichte.
Der scheiß Bohnen nicht ordentlich aufgeht, weil ich die falsche Stelle gebleached habe. Man kann Tastatur nicht an der Konsole anschließen, wäre mir ja ganz neu. Dafür brauche ich halt einen Konverter. Das werde ich ja dann auch tun, mir einen Konverter holen. Ja, Tobi, ist sie auch wahrscheinlich. Die Sache ist aber, wenn sie halt zu langsam ist, komme ich halt mit den Aiming nicht hinterher. Die Sache ist halt, ich bin mir immer sehr unschlüssig, ob ich jetzt auf Aim Downside, also in Scope ist es ja die Geschwindigkeit, oder eben links runterstelle, eben ganz normal die Geschwindigkeit on Scope. Da bin ich halt extrem unschlüssig einfach. Oh, er hat die Kavera geholt. Und da sieht man halt, auf dem PC hätte ich ihn schon 20 Mal ausgerottet, den Kerl. Ja, aber diese Gegner sind gerade angemessen für meinen wunderschönen Aim-Skill hier auf der Konsole mit dem Controller. Wie gesagt, ich treffe sie halt einfach nicht, weil ich einfach nicht klarkomme. Ja, aber wie gesagt, 2B, das bringt halt nichts. Da muss jeder seine eigenen Settings finden, ne? Hier Level 12 noch auf der Konsole, mein Lieber. Immer diese Menschen, die halt reinforcen neben jemand anderes, verstehe ich halt nicht. Mache ich ja auch, Hydro. Wie gesagt, ich werde mir wahrscheinlich den Zim-Konverter kaufen, aber dazu brauche ich halt erstmal das Money. Na, wo ist die Scheißdrohne? Carolinchen, danke für deinen Follow. Willkommen in Salzwiesheim. Wunderschönen guten Tag. Ja, natürlich ist das ein Versuch wert, aber wie gesagt, wow, leck, leck. Wow, raus. Na, der ist Strip gelaufen. Ich habe ja im Schnitt immer 3 Streaming-Tage die Woche. Ich werde das wahrscheinlich so machen, dass ich mindestens einen davon nutzen werde, eben Konsole zu streamen wohl und ein halt um ganz normal wieder PC und dann vielleicht irgend so ein Mischmaschtag. Jo, und da wird man von der Seite weggeschossen. Mein Lieber, da bist du ja endlich mal wieder. Ich habe mich schon gefragt, wo du die ganze Zeit abbleibst. Habt ihr schon vermisst? So wie ich meine Loots gerade vermisse, ihr faulen Säcke da draußen. Ausrufezeichen Loot hier, aber Hobby. Und da haben wir mal dick das Casual verkackt auf der Konsole. Ich weiß, Hex, ich habe das schon gelesen, aber ich bin halt eben gerade an rumprobieren, ne? So, PDW. Aber hier, ich kann es ja gerne machen für dich. Wenn du meinst, das bringt mehr.
Machen wir mal erstmal 5 statt 10, wie du meintest. Jason, Phil, danke für die Loots. Du für das hochwertige Gameplay. Jason, du Arsch hier. Mittelfinger für dich. Ah cool, ich habe hier nicht mal ein Visier mehr auf Schakal raufgehauen. Ich bin ja richtig geil. Ja, das. Ich werde das hier, wie gesagt, alles noch rausfinden. Im Endeffekt werde ich wahrscheinlich wirklich einen verfickten Konverter hauen und dann hat sich die Sache. Ja, verpiss dich, geh mir aus der Tisch, der Ash. Wenn ich das schon sehe, wie lange ich brauche, um eine verfickte Cam anzuscopen. Hier dick die Dodges rausgehauen, so. Hier wird erstmal dick der Gegner gedodged. So, jetzt machen wir mal hier hinter der Bar auf. Ja, ich lasse ihn mal ganz kurz da verrecken, damit ich hier mehr Vision reinkriege. Kommst du mal weiter her, gerobbt, mein Lieber? Der den. Der Krieg halt ist einfach nicht runtergescoped, so. Alter, fick mein Leben, ey. Die Sache ist halt, wenn du in Close Combat Fight bist, ich bin eine liebe Biene. Ist eine niedrige Sensitivität gerade auf PC immer ein bisschen kontraproduktiv. In Range Fights auf alle Fälle wieder besser, weil du dann halt genauer anscopen kannst. Aventus Boostos der Woche! Boom! Boom! Der Seitstreuer für dich, mein Lieber, danke für deinen Resub. Und hier wave doch nochmal deinen Seitstreuer. Ja gut, da verlieren wir das Ding halt, weil ich halt nix Aiming habe. Was? 360? Hm?
Dass er den Plant noch durchgekriegt hat. Hammer. Der muss doch nur chillen. Was macht er denn die ganze Zeit? Der hört da, dass er Garage ist. Digga, der ist Garage. Jetzt ist er tot gleich. Nein, doch nicht. Sehr schön. Also wenn nachher jemand mitspielen will, müsst mal Ausrufezeichen mitspielen eingeben. Am besten wäre es halt eigentlich, dass ihr, wenn ihr Discord noch besitzen würdet, aber was ich halt stark bezweifle, dass viele Leute Discord von euch haben. Weil dann könnte man wahrscheinlich eben noch über Discord kommunizieren. Das wäre mir nämlich im Schnitt lieber, als den Ingame-Voice von Konsole nutzen zu müssen. Also wie gesagt, wenn jemand mitspielen will, Ausrufezeichen mitspielen, da findet ihr meinen PSN-Namen. Das ist Agony Rain. R6S, da könnt ihr mich gerne adden. Dann kann man gleich mal gucken, ob ich mit irgendwen hier zusammenzocke. Nö. Just, weil so toxic ist der gar nicht. Würde ich jetzt halt PC spielen, dann würde die ganze Zeit kommen. Oh, Agony, oh, du geile Sau, wie geht's dir? Oh, ich bin so der übelste Fanboy von dir. Ich weiß, ich bin eine liebe Biene, aber ich meinte ja gerade, ich find, will halt nicht eher den Ingame-Voice nutzen von Konsole oder von den Ingame-Voice von Spiel. Ich finde Discord eigentlich ganz praktikabel. Und ja. Wie gesagt, man wird auch gleich zusammenspielen können. Lasst mich mal hier noch kurz diese eine Runde da durchsuchteln. Ich kann nochmal ganz kurz auf Settings gehen. Aber so wäre das halt eben auf PC, just. Mein lieber Meister, da würden die mich halt erstmal alle anbeten. Ich bin so ein Lappen. Ja, wie gesagt, einfach Ausrufezeichen mitspielen eingeben. Oder Agony R6S. So mein Ingame-Name bei PSN und mein PSN-Name, wie auch immer. Doch, Mann, Daisuke, ich bin schon der übelste Pro-Gamer auf Konsole. Ich schwöre. Hab schon alles weggefickt, was existent ist hier. Alter Junge, fix dein verdammter scheiß Voice, du Mistmarder, ey. Ja, man breacht halt die Tür auf, clever. Schade, dass man dabei nicht weggeschossen wurde. Oh, da kommt ein C4, das will ich nicht haben. Ja, wir haben hier einen Puls. Wo ist er? Jo, hinter mir halt. Da sieht man halt, hier hat keiner von uns Aiming. Aber er hat noch weniger Aiming als ich. Ist also lustig. Und
Phil, mein Lieber, bam, 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 der Seitschreuer auch für dich. Danke für deinen Resub. Im zweiten Monat. Sehr schön, mein Lieber. Danke dir. Wie sind mir alle gefolgt sind und jetzt alle verreckt sind da, oder was? Okay, das eine ist ein Termite. Wow, ich bin tot. Ja, Tobi, da siehst du mal, die Leute sind halt noch schlechter als ich. Ja, von mir und der Cavera. Man kann ja mal ganz kurz gucken, welches Level hatten die gehabt. Ich glaube, das war der hier, oder? 25, also ist damit schon höher als ich. Brotdieb, das ist natürlich kontraproduktiv, weil eigentlich das voll easy ist auf PC. Also, da kann ich halt zum Beispiel nicht nachvollziehen, warum man auf Konsole, also warum Konsolenspieler Probleme haben sollten mit den Skill, also mit den Aiming der Maus und Tastatur, also besser gesagt mit den Aim mit der Maus. So. Mann, der hat ja so, der hat sogar ein bisschen Aim im Gegensatz zu mir. Und da sind wir wieder bei 92 Subs angekommen, danke dafür. Na komm, wir machen mal hier Ella, E, E, E. Scheiße, ich hatte nur ein Visier für die werte Dame. Und ich müsste mal Visiere kaufen. Egal. Ich brauche halt Milliarden Kugeln, damit ich irgendwas umschieße. Paul Klee. Aber schön, dass ihr alle einschaltet langsam, nach und nach. Ich werde auf alle Fälle nicht lange streamen. Ich werde circa um 13 Uhr ausmachen, weil dann gehe ich zum Friseur. Ja, eigentlich haben wir hier vorbei. Hier frisst man das. Ist er schon oben mit seinem Schild? Renn mir halt rein, Pfosten. Ah, und er stirbt halt nicht. Hey, Kuf, mein Lieber. Noggaholic, Hallöchen auch an dich, einen wunderschönen guten Tag. Also mein neuer PC, den ich gerade baue, Fastcry, danke für den Loot. Mein neuer PC, den ich gerade zusammenbaue, kostet circa fast 2500 Euro. Ne? Natürlich nutze PC. Severin Let's Player, danke für dein Follow, willkommen und seid sich seinen wunderschönen guten Tag.
Wie gesagt, mir fehlen halt bei meinem PC nur noch die Festplatten, alles andere ist halt da. Also ich habe Mainboard-Netzteil ja schon verbaut gehabt und RAM. CPU habe ich halt noch nicht drauf, so wie Grafikkarte, die ich noch nicht eingebaut habe und so. Das kommt halt erst dann erst, wenn ich die Festplatten habe. Die haben schon wieder unten Bathroom und Master, weil. Ja, also wie gesagt, mir wurde halt geschrieben, ich soll mir den SIM-Konverter kaufen. Oder, das war noch was anderes, muss man kurz gucken. Wie hieß der Werteherr? Oder eben, Tech Pro, PS4 Tech Pro. Mechanische Maus und Tastatur, das soll wohl auch ganz gut funktionieren. Jo, ich bin eine liebe Biene. Danke, dass du da warst. Ich finde die Grafik so jetzt nervtötend bei der Konsole. NVK. Immer diese Fanboys, die sich irgendwie Namen von irgendwelchen Leuten geben müssen. Agony hält einfach drauf. Gio, Hallöchen. Nein, wir können ja den In-Game-Voice nutzen, das ist ja kein Ding. Müsst mich halt dann nur adden. Ich meinte nur, es wäre halt schöner, wenn man das über Discord machen könnte. Aber dass man hier auch keine Grafikoption hat. Ich würde erstmal das ganze scheiß Lichtdingsbums ausstellen und alles auf hässlich machen. Daisuke, das ist eine dreiste Lüge. Natürlich werde ich der beste Spieler auf der Konsole werden. Lecko, Hallöchen. Schön, dass du auch bei mir vorbeischaust. Ja, eben, Hex, das kostet halt auch, ne? Der SIM-Konverter. Na, lass mal hier den Typen reinforcen. Ich bin zurzeit alleine. Ich spiele gerade eigentlich nur so, weil ich gerade was testen wollte. Aber man könnte halt im Regulärfall gleich zusammen spielen. Alex, Hallöchen.
Linglong, Rayson. Ja, ist halt ganz lustig. Die Sache ist halt, was mich halt eben stört, ich weiß halt ganz genau, wenn ich aimen könnte, ist das ja alles eigentlich ein Witz, aber ich kann halt mit dem Controller nicht aimen. Und das ist halt eben das Schlimme daran, so. Man ist halt eigentlich gerade schlecht, weil man halt das Aim einfach mit dem Controller nicht unter Kontrolle kriegt und nicht, weil man schlecht ist in den Spielen. Ja, Ling. Wie gesagt, ich werde mir halt auch eben Konverter hauen. Ob es jetzt eben... warte mal... Verlören... Nö, warum? Ja und? Das gleiche ist halt, du hast auch einen klaren Vorteil, wenn du einen Scarf-Controller nutzt. Gegenüber normalen Spielern, also warum nicht, ne? Ghost Sniper, danke für den Follow, komm an der Seite, siehst du? Also ich werde, mir hat einer gesagt, das hier soll noch ganz gut sein, ich poste es mal. Jo, Ghost Sniper. Oder ist ja klar, eben, den kennt ihr wahrscheinlich alle. Na, mach mal hier das, was ich gerne will. Oder eben. Ist es der? Ja. Oder eben das hier soll wohl auch ganz gut funktionieren. Nee, warum? Paul Klee, wenn du gerne an Konsole spielen willst und halt aber ordentlich einen Shooter spielen willst, warum nicht? Gibt's ja genug Leute, die wollen sich halt eine Konsole deswegen holen, weil sie keinen Schnickschnack mit einem PC haben wollen, wie das Spiel läuft halt nicht oder ich habe da irgendwelche technische Probleme. Warum sollte man dann nicht mit der bestmöglichen Eingabesteuerung spielen, nämlich Maus und Tastatur? Casey, die nächste Konsole, also die Scorpion von Microsoft, hat sowieso Maus- und Tastaturunterstützung. Eher sollte man sich fragen, warum es nicht die ganze Zeit schon vorher unterstützt wird. Nee, sorry, du kaufst dir im Schnitt nicht eine Konsole, um einen Controller zu spielen. Du kaufst eine Konsole deswegen, weil du halt bequem zocken willst. Das kannst du auch mit einer Maus und Tastatur machen, die einfach ganz normal Wi-Fi-Signal nutzen. Und, hey Smoking, ihr könnt halt, und weil man halt bestimmte Spiele spielen würde, die man auf einer Konsole hat, aber nicht auf dem PC. Also, die Sache ist, da können wir uns jetzt lange drüber unterhalten und diskutieren, ne? Aber das ist halt eben eine Diskussion, die kann man ewig weiterführen. Die Sache ist halt, Rainbow Six ist ein Shooter, der eigentlich für Maus und Tastatur gemacht wird und es ist halt bedingt gut umgesetzt worden eben für den Controller. Fertig ist die Sache. Und wenn jetzt jemand mitspielen will, kann er gerne tun. Ich lade jetzt einfach mal ein paar Leute ein. Ich lade einfach mal ein paar Leute ein, weil ich bin dreckig und gemein. Oh yeah, ganz viele Leute einladen. Oh yeah, ganz, ganz viele. So richtig viele Bums. Einladung senden. Ich glaube, so funktioniert das. Geiler Avatar. Ja, ist Killzone, glaube ich, oder?
Ich habe gerade ein paar Anfragen gekriegt, die habe ich auch noch nicht angenommen. So, da hätten wir es erledigt. Linglong, ja, PC kommt doch noch, mein Lieber. Das ist hier einfach nur gerade ein Test-Streame, um zu gucken, ob alles ordentlich funktioniert, ob man hier alles ordentlich eingestellt hat mit der Capture Card, ob und ob der Stream einfach ordentlich läuft, denn mehr ist es nicht. So. Ja, wie gesagt, Leute, ihr könnt jetzt eigentlich mir joinen, wenn ihr mal Bock habt. Joint einfach meiner Wenigkeit. Ach ja. Ja, wollten sie jetzt alle mitspielen und keiner will meinen Squad joinen? Was ist hier los? Was ist bei euch schiefgelaufen? Ich glaube, irgendwie konnte man noch irgendwie so eine Party eröffnen. Wie gesagt, so gut kenne ich mich hier noch nicht aus. Ich habe einen neuen Follower. Was bringt ein Follower? Bringen die irgendwas? So. Ich habe eine Einladung erhalten. Würde ich denn diese Einladung annehmen? Wo ist diese Einladung? Kann man essen? Party ist das Kopfhörersymbol. Spieler in Sitzung. Also jetzt bin ich hier mit Chio schon mal in der Sitzung. Okay, jetzt bin ich da drin. Spieler in Sitzung, jo. Kann ich hier noch an oder beitreten? Ah, jetzt werde ich wahrscheinlich, na? Oder? Korrekt. Yeah, dickes, fettes Dauersenden. Hallo, oder? Hört man mich? Hallo, 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 hallo. Hallo, hallo, hallo. Man hört mich wohl nicht. Test, 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 test. Leute voll quatschen. Party erstellen. Ich bin ein Gott und ich erstelle jetzt eine Party. Boom. Party erstellen. Einladen. Spieler einladen. Den da. Einladen. Hallo? Test. Test, test, Guten test. Morgen, hallo. Hörst du mich? Hörst du Hallo, mich? hallo, hallo, hallo. Mich hört man scheinbar nicht. Das ist natürlich faszinierend. Warum hört man Hallo, mich hallo, nicht? hallo, hallo, hallo. Ja, chill mal. Man hört dich leider nicht. Ich war heiß. Das liegt natürlich wahrscheinlich daran, dass der Sound da über meinen Audioverstärker läuft und nicht eben über Ingame, also über die Konsole. Deswegen wird man mich wahrscheinlich hier nicht hören. Deswegen meinte ich, es wäre halt eben besser, wenn man halt Discord joinen würde. Ja, das ist es nämlich. Deswegen, ich habe halt Audiosignal und
Das ist halt die Sache. Hallo, hallo, hallo. Ja, guck mein Stream, Shio. Hallo, Ich hallo, kann nicht hallo, hallo. antworten. Ja, wie gesagt, das liegt halt daran eben. Man kriegt es halt jetzt nicht geändert. So, bum, bum. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Steck irgendwelche Handy-Kopfhörer rein. Hä? Was soll das bringen? Mein Lieber. Frag mich eigentlich. Kann man die hier irgendwie an. Gibt es ja diese Controller-Kacke hier? Kann man die an Controller anschließen? Test. Test, Test. Gibt es ja dieses Billig-Headset hier? Vielleicht bringt's das. Hier, boom. Wir packen Billig-Headset aus. Wir gucken mal ganz kurz was. Ob der Controller eben das akzeptiert. Jetzt komm mal ab hier. Wir machen jetzt hier Dick Action. Arguni, bester Mann. Ich feiere mich auch gerade so hart, nein, ja? So. Gibt's jetzt hier. Was steht hier? Off. On. Hallo. So. Ich habe da jetzt das Mikrofon angeschlossen von dem Controller. Also an den Controller. Kann der nicht das. Das kann der nicht realisieren. Lautstärke. Ich glaube, es gibt nämlich jetzt ein Problem. Jetzt, wenn ich jetzt in-game gehe, wir gucken mal ganz kurz. Ich gehe jetzt mal Play. Ich muss mal kurz den Squad verlassen. Mal ganz kurz hier liefen. Jetzt gibt es nämlich ein Problem. Denke ich mal stark. Wenn ich jetzt nämlich wieder in. Ihr hört jetzt nämlich keinen Game Sound. Jetzt hört ihr wieder Game Sound. So einfach ist die Sache. Und deswegen, also ich kann halt ihr irgendwie. Deswegen müssen die Leute Discord joinen. Nein, Goof. Das hat damit nichts zu tun. Die Sache ist, da das mein Mikrofon über den Audioverstärker und der ganze Voice über den Audioverstärker läuft, müssen sie halt Discord kommen, weil ich habe mein Voice ganz normal über den Rechner und nicht über die Konsole. Da das Capture-Signal auf meinen Rechner geht und dann und ich höre das dann halt über meinen Rechner und nicht das Signal von der Konsole direkt rein. Wird halt in den Ingame-Chat nichts bringen. Die sollen jetzt einfach mal suchen hier, verdammte Kacke, und ich muss erstmal wieder Lobby joinen. Sitzung beitreten, Sitzung beitreten. So. Chat Audio Priorität. Nein, nicht so. Bababababam. Also somit hat man halt schon gefunden, dass das hier halt. Auf alle Fälle noch ein Problem existent ist, das sich wahrscheinlich nicht lösen kann oder nicht lösen lassen wird. Denke ich mal stark. Man könnte mal das ganz kurz gucken. Gib mir mal hier die Options, Einstellungen. Geräte, Audiogeräte. Jo, TV, bla 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 bla. Jo, das habe ich erwartet hier. Es wird halt, wie gesagt, nicht klappen. Ist auch mir auch eigentlich fast egal. Maus. Maus. Okay. Egal. Wie gesagt, ich habe auch kein Ingame-Voice, weil er das Mikrofon nicht findet. Weil das ja über meinen Audioverstärker geht, der am PC angeschlossen ist und nicht an der Konsole, weil ich ihn nicht an der Konsole anschließen kann. Somit geht es halt. Konsole sendet an meine Capture Card das Audiosignal. Dieses Audiosignal nimmt dann halt OBS und gibt es weiter. Aber ich kann halt mein Signal eben von meinem
Audioverstärker, der ja nicht an die Konsole angeschlossen ist, somit eben ich kein Signal schicken kann, raus von meinem Mikrofon an die Konsole. Womit müssen die Leute eigentlich Discord joinen? Das ist das, was ich mir fast schon gedacht habe. Deswegen meinte ich vorhin schon, wäre mir halt lieber, wenn die Leute Discord joinen würden. Und ja. Linglong, danke für deinen Sub. Bam, 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 bam. Der Seitstreuer für dich. Danke für den Sub. Subscribe! Es ist halt komplett grenzwertig. Nimm mich bitte nicht. Ernsthaft? Yeah, keep it rolling. Ich weiß gar nicht, wie kommst du auf Taube E-Sport? Wow. Ich hab einen Kill gemacht. Angenehm mit Shotgun. Ne, natürlich, weil ich spiele halt Konsole. Da spielt man halt die. Die Waffe, mit der man keine Aim braucht. Dr. Panda, danke für dein Follow. Willkommen in der Zeit. Einen wunderschönen guten Tag. Und wir machen mal das Spiel ein bisschen leiser. Wir machen mal das Game ein bisschen leiser. Ah, ich glaube auf 70 könnte okay sein. Voice Chat Volume. Gehen mal wieder ins Game und ich lief eigentlich mal die Gruppe, weil wie gesagt, wir brauchen ja den Sound dann eigentlich nicht. Diese Gruppe verlassen. Stopp mal, was ist hier? Party-Einstellungen. Das ist unwichtig. Chat Audio. Nope. Zulassen auf der Stimme geteilt. Bla 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 bla. Wie gesagt, wenn man halt dann mit mir labern möchte, muss man das eben auf Discord tun. Und Hallöchen, Chris. Oh, wie die Disco gemacht haben, die Lampen. Nur so als Frage, warst du das, der wahrscheinlich Gips, weil du einen Hype bei Xcloud hattest, ja? Ey, warum wird Chris weggebannt? Weggetimeoutet? Chris, ja, im Schnitt schon, wenn du halt eben die Abo-Einstellung eingestellt hast. Dem wird automatisch geresubbt. Aber die Sache ist, es ist ja eigentlich gar kein Ding, Discord zu kommen. Die werden ja alle ein Handy besitzen, die werden alle zu Hause im WLAN sein und da packe ich mir Discord aufs Handy und dann nerv ich halt Agony im Discord. Easy peasy lemon squeezy, ne? Alles kein Thema. Das sind viele Menschen in einem Gips, wenn ich da mal, das ist halt wirklich lustig, wenn ich halt mal in irgendeinen Stream reingehe und die Leute mich halt kennen und ich dann da anfange zu chatten, sind die alle mal ein bisschen erstaunt. Aber gut, also Leute, nochmal kurz zur Erklärung, wenn ihr denn halt immer mal mitspielen wollt, müsst ihr Discord kommen, um damit mit zu quatschen, aus einem ganz einfachen Grund, da ich halt
das nicht hinkriege, besser gesagt, dass es nicht möglich ist, das hinzubekommen, dass das Voice halt eben über die Konsole läuft. Nur damit es jedem klar ist. Discord ist sowieso der Shit. So, jetzt zeige ich euch mal. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum der immer die Kamera... Bam. Ah! Yeah! Boom! Ausgemacht. Der Pro hat es gezeigt, wie es geht. Es freut mich, Gips, dass du da deinen Spaß hast. Das gibt's ja mal so, welche, dann mal hier, welche, die das halt nicht geil finden. Ey, das kann doch jetzt gerade nicht wahr sein. Die Wand war gerade nicht reinforced. Wow. Sag mal, wollte mich gerade verkackern. Ich sehe halt nur den Schädel. Ach ja, dickes Head-Level-Aim ist bei Agonie halt nicht vorhanden! Ich muss wegcrouchen. Nein, hebt mich nicht auf, Hilfe, ich hab Angst! Ja, was ich halt jetzt gerade nicht verstehe, da ist man halt auf Kopfhöhe, weil das, wenn du ist halt auf Kopfhöhe und ich krieg die Leute nicht umgeschossen. Weil, wie gesagt, ich komme halt nicht damit hinterher. So, den nutzen wir noch mal kurz die Zeit, um zu gucken, wann ein Agony, wann der denn mal los müsste zum Friseur. Ist halt das Geile, ich kann ja an meinem PC sitzen, nebenbei noch meine ganze PC-Kacke machen. So, während ich halt nebenbei Konsole zocke, das finde ich ganz lustig. Das könnte ich. Könnte ich halt eben. Nur hätte ich auch wegbreachen können, verdammte Kacke. Was bin ich für ein Bot gerade, ey? Grafik ist mir einfach zu hoch, ey. Ich sehe das hier nichts. Sieht alles so schick aus. Ach ja. So, wir müssen. Scheiße, wie heißt denn die Kackstraße? Sonnenallee. Hermannplatz zu weit. Sonnenallee. Fulda. Fulda Straße. Da muss ich hin. Und wir fahren von Stornohr aus. Wir müssen da um 14.15 Uhr suchen. So. Immerhin habe ich einen umgeschossen. Applaus, Applaus, Applaus. Special, Hallöchen, mein Lieber. Du siehst jetzt gerade mein Superskill. Ich hoffe, ich kann bei Android joinen. ich werde nicht nur Silber-Elo, Brotdieb, ich werde Kupfer. Wir sind gerade, glaube ich, voll. Aber Leute, ihr müsst halt Discord joinen.
Ja, Brot sieht, das wird wahrscheinlich auf der Konsole eher schlecht. Aber nee, Leute, wenn ihr halt mitspielen wollt, Discord join. Nur über Discord kann ich mit euch quatschen, da das sonst halt nicht möglich ist, anders leider. Sorry. Wie mag man hier die verfickten Gegner? Wie mag ich hier? Ah! Haha, Gegner gemarkt! Yeah! Marken! Marken! Was ist? Habe ich auch rausgefunden jetzt. Nee, aber wenn ihr halt mitspielen wollt, ihr müsst euch Discord holen. Und es sollte kein Ding sein, sich Discord auf sein Handy zu machen. Darüber kann man halt auch quatschen. Ich weiß, einem gibt's, dass du aus Berlin kommst. So, was sagt denn jetzt meine Verbindung? Wann muss ich denn hier verdammt nochmal los? Früher. Früher. Ich muss ja noch zur Bank. Ja, das hier. 13:51. Ja, circa 13:30 Uhr müsste ich halt, glaube ich, los, circa. Natürlich, Floppy, hast du Game Sound. Ey, ich habe 2 Kills gemacht. Whoop, whoop. Ich bin ein Hero, ich bin der geilste Typ. Just Joan Place hat mich gecarried. Ja, wie gesagt, ich muss halt Fulderstraße zu einem Kumpel, der ist mein Friseur, der arbeitet da in einem Laden in der Nähe bei der Fulderstraße. Und da muss ich halt hin. Irgendjemand hat gerade ein Follow da gelassen. Leute, ihr lootet heute ein bisschen. Wenn ich was denn da los? Lootet mal mehr. Ausrufezeichen Loot. Hopp, 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 hopp. Looten, looten, looten. Ja, eben, es gibt doch hier dieses Billig-Headset von der Konsole. Könnt ihr da ganz normal an euer Handy anschließen. Das steckt man dann hier rein und dann habt ihr Voice. So schwer sollte es halt nicht sein. Danke Phil für den Loot, immer fleißig looten, die Damen und Herren, dass ich die heute alle daran erinnern muss. Unerhört, so geht das halt gar nicht. Ja, wie gesagt, es ist halt schade, dass ich das leider mit den Ingame-Voice der Konsole nicht hinkriege. Ja, Smoking, am besten einfach registrieren, ihr kriegt ja keine Werbung oder sowas. Wenn ihr einmal den Account registriert habt, das ist 1000-mal besser. Oh, Special hat sogar den Zap rausgehauen, gar nicht gesehen. Der Seitschreier für dich, Special K, mein Lieber. Danke dir. Roti, danke für deinen Looty. Komm, wir setzen einfach hier, Babbeuer. Ich würde zwar niemals jemand durchrennen, aber was soll's. Man macht's halt, wenn man's kann. Jo, einen gibt's raus rein. Weiß halt nicht, wie er mich holen konnte. Aber gut. Lex will Mai, danke für dein Follow. Willkommen in der Seite. Ich weiß eigentlich gerade nicht, warum der Sub nicht angezeigt wurde. Da muss ich mal ganz kurz bei Dashboard gucken.
nicht bei Dashboard, bei Tippy Stream. Irgendwie kann es ja halt nicht wahr sein, dass ich hier halt Subs kriege und ich das nicht realisiere. Tippy Stream. Sehr schön. Doch, kannst du. Also mein Discord kannst du ganz normal joinen. Einfach Ausrufezeichen mitspielen, in Discord joinen und dann move ich halt im Channel rein. Das ist alles kein Ding. Ich move euch denn in den Channel, wer hier halt Discord kommen mag. So, Rusted Nails, Chichov. Danke für die Loots. Für die Follows so rum. Warum wird es hier angezeigt und nicht da, wo es eigentlich hin soll? Verstehe ich nicht. Macht halt nix Sinn. Jo, Just macht das. Mir schlecht. Doof? Oder sind die Master Bedroom? Sind wahrscheinlich Master Bedroom, ne? Nee. Kann nicht sein. Den Hund. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich halt einfach meinen Horizont erweitern möchte. Nein. Ich muss einfach mehr Bandbreite erreichen und das erreicht man halt damit, indem man halt vertreten ist auf so vielen Plattformen wie möglich. Und so einfach ist die Sache. Ich will halt eben, dass viele Leute meinen Stream gucken. Und da gerade PS4 ja sowieso die größte Community mit ist bei, also nicht, ist halt einfach die größte Community, habe ich halt beschlossen, das habe ich ja schon vor Monaten mal gesagt gehabt, dass ich halt eben Konsole auch noch streamen werde. Und jetzt mache ich das halt. Kann ich nicht Lecko. Ich kann, wie gesagt, in-game nicht reden. Ich habe in-game Sound, aber in-game kann ich halt nicht reden.
Wie gesagt, ich mache das halt deswegen, um eben mehr Bandbreite zu erreichen, plus dass ja viele meiner Viewer sowieso schon PS4 spielen. Weil ich mir gedacht, das lohnt sich halt, dann kann man auch mal mit denen zusammen spielen. Und ja, so hat halt jeder was davon. Ich werde wahrscheinlich mehr Leute erreichen können. Und so können auch mal die PS4-Spieler mit mir mitspielen. Oder ich besser gesagt mit denen, weil die müssen mich halt carryen, weil auf PS4 ist es halt, was ich hier zeige, nix Performance, nämlich grottenschlecht. Aber es sollte relativ flüssig laufen, nehme ich mal an, oder Leute? Es läuft doch alles ganz gut, würde ich sagen. Also auf PC hätte ich wahrscheinlich... Ich glaube, ich habe nicht hier irgendwelche Lags gehabt oder sowas. Wo war denn der Blackbeard? Unten in der Lobby, im Fireplace. Just macht sie halt immer alle alleine kaputt. Was ist eigentlich bei dem schiefgelaufen, bei den Jungen? Was sage ich? Just macht sie halt alle alleine kaputt. Ich staune, eigentlich sind meine Viewerzahlen echt schlecht gerade. Kommt halt durch mein geiles Gameplay. Durch mein 1-Niles Gameplay. Ist ja immer noch keiner Discord gejoint. Was ist los hier? Was ist denn los hier, ey? Easy. Da sind die Stats hier von dem Hacker. Ist halt möglich, wenn man Hyping hat, ne? Ist halt alles kein Ding. So sind sie halt. Würdest du einem PS4-Zocker empfehlen, auch mit PC Rainbow Six zu spielen? Natürlich, das würde ich halt jeden. Rate mal, warum Variety, Enjoy und das OneLab-Team alle auf PC gewechselt sind. Weil ich gesagt habe, ihr solltet alle anfangen, PC zu spielen. Und das ist kein Scheiß. Also wenn Special K noch da ist, der kann euch das bestätigen. Ihr könnt ja auch Babu fragen und alles sowas. Wir waren halt bei den PlayStation Masters, Verdi und meine Wenigkeit. Und da habe ich so mit denen gequatscht und meinte eigentlich, wenn ihr halt irgendwie zukunftsmäßig irgendwo hoch hinaus sollt, müsst ihr auf PC wechseln und PC ist halt eh geiler. Dann sind sie halt alle auf PC gewechselt. Nach und nach. Und ja. Ist echt böse. Aber so ist das halt. Hallo. Da siehst du, das Special bestätigt es ja halt. Also ich bin eigentlich nicht verwundert, dass Gonzo, Kaipi, Special und die Manager von Variety wollte ja sowieso wechseln, die werden mich deswegen nicht umbringen, so. Aber, naja. Die anderen waren ja darüber nicht sehr happy, dass auf einmal alle Teams von der Konsole auf PC wechseln wollen. Ich war noch gemutet, hallo. Lappen, hallöchen. Seht ihr Leute, so einfach geht es. Er spielt Konsole und ist in Discord. Easy, wenn man drei Bildschirme vor sich hat. Naja, ist doch kein Ding. So, jetzt hört ihr auch meine Stimme, eine andere, nicht nur meine wunderschöne, wunderschöne Stimme. Das stimmt wohl, also gerade OneLife hat ja ein neues Team gefunden für Konsole und sowas, ne? Ja, vielleicht ist es bei Reality anders, aber bei OneLife weiß ich halt ganz genau und bei Enjoy, dass die halt da schon zugehört haben, was ich denen da erzählt hatte eben. Und dann auf einmal eine Woche später kriege ich dann halt so zu hören, ja, die wechseln halt alle gerade.
Wir sollten mal die Default-Cam ausmachen, nicht Idiot, ey. Oder ist sie aus? Nee, wollte schon sagen. Nee, doch, jetzt ist sie aus. Kannst du mal hier hoch sein? Einer ist im Bathroom drin. Einer ist Sidestairs, der Smoke, mein Lieber, wenn du noch am Leben bist. Jo. Jetzt ist er on-spot und ich treffe ihn halt nicht. Ja, es. Ich bin so grottenschlecht, ey. Ich hab Potato. Das ist sowieso. Na. Egal, ich hab den Diffuser gelegt, wir haben gewonnen. Weil ich bin ein Hero. Ich weiß, das Waffe wechseln in Dreieck ist, du kleiner Dummschwätzer, du. Pass mal auf hier, Brotli. Da, du hier sehen, da, Nightmode, Alter. Ja. Gio, komm mal ran hier. Komm mal, Discord. Aber ich werde auch bald ausmachen, meine Damen und Herren. Ich werde dann zum Friseur gehen und danach werde ich vielleicht dann nochmal ein bisschen Konsole streamen. Damit ihr euch alle gewiss seid daher. Das ist wahrscheinlich denn um 16 Uhr, 17 Uhr vielleicht nochmal ein bisschen sein könnte, dass man dann noch ein bisschen daddelt. Ist eine gute Zeit. So, ein Agony hat eine Valkyrie mit einer Schrotflinte. Na, ich mach die Wand hier. Und sobald der neue Rechner steht, ist sowieso alles auf 1080p und 60 FPS, die Damen und Herren da draußen. Ich müsste mir eigentlich fast noch eine Capture Card kaufen, damit ich halt nicht jedes Mal die Capture Card, das HDMI-Kabel rausziehen muss von der Konsole zum PC wechseln. Also Floppy, keine Ahnung, eigentlich müsste es funktionieren. Also, bei dem werten Herrn Just hat es ja auch funktioniert. Oh, ich habe draußen einen von den Doubles. Aber das will sich die Zeit sehr hoch sein. Oh, du Wichser, warum klaust du den? Ich bin jetzt extra rausgesprungen. Scheiße! Ich war so low und ich hab's so... Ah! So ein Mist. Ich brauche Operator, die einfach Schrotflinten haben oder 20 Milliarden Kugeln im Magazin. Dann klappt das. Da wird dann halt da eben für Drüffel sprayt. Boah, mit Jings Waffe komme ich so nicht klar. Ach,
Ja, genug Schuss, damit da schon was reingeht bei mir. Oh, same spot. Was ist da los? Hat der mich gerade mit der fucking... Ich hab's gesehen. Der hat mich mit der Legion Trap meine Drohne gekillt, glaube ich. Warum hab ich immer den Diffuser? Was stimmt da nur nicht? Ja? Yeah, was sage ich? Man braucht nur genug Schuss im Magazin, dann klappt das auch. Oh shit. Mann, immer wenn ich fast die Gegner erschießen kann, ey. Siehste, Shio schaff's auch. Ja, moin. Aber der redet nicht mit mir. Siehste, Floppy. Nach und nach schaffen es halt die Leute doch, den Discord zu joinen. So. Io, hallo, reden du mit uns? So. Warum lassen denn die Viewerzahlen jetzt auf einmal so krass nach? Was ist hier los? Ist das Gameplay etwa zu gut? Pascal, danke für dein Follow. War halt vor 10 Minuten, aber wurde ja immer wieder nicht im Chat angezeigt, oder was? Er hat's auch geschafft, wo denn? Also Floppy sehe ich halt nicht im Discord. Jo? Wow. So. Ach komm, ich bin Ella. Die hat genug Schuss für mich, ja. So. Phil, danke für dein Loot, mein Lieber. Immer fleißig looten hier. Ja, ich bin ja, wie gesagt, gleich weg, das stimmt voll. Jason, danke auch für dein Loot. So. Kenji Pengu, auch danke für dein Loot. Damn, in der Meta Trap. Machen hier eine Reinforce. Ey, Noba, die Konsole spielen ist halt so. Scheiße! Konsole spielen ist nicht scheiße. Controller spielen ist doof. Weil ich nicht klarkomme mit.
Okay, eine IQ ist home auf dem Roof, ey. Nee, Merv, wie kommst du denn darauf, dass ich Partner bin, mein Lieber? Curse Gaming, hallöchen. Okay, IQ ist halt drüben, gerade Server-Stairs runterkommt, Control-Stairs, wie auch immer. Jo, da ist sie injured. Oh. Nee, Mert, ich bin halt noch kein Partner, mal gucken. Vielleicht wird es noch was dieses Jahr, also ich hoffe es mal. Ja, das ist aber eine neue Einstellung, mein Lieber. Man konnte schon vorher beim Bits, siehst du ja, oben hat der schon, Dings-Bits gekauft, der Sascha, der DT-Sniper. Das ging schon vorher. Aber wie gesagt, mal gucken. Also ich habe mit Twitch geschrieben wegen der Partnerschaft. Die meinten, es könnte wohl in 3 Wochen möglich sein, eventuell. Die gucken sich das nochmal an, wie das so läuft bei mir. Dann könnte es eventuell möglich sein, dass ich in 3 Wochen Partner bin. Wäre natürlich echt super. Die sind, glaube ich, drüben Kitchen. Jo, oder? Ja, doch, Kitchen Maps. Ja. Der Jäger biegt vorne raus. Ja, den werde ich sowieso niemals treffen. Ich habe schon wieder den Diffuser. Ey, irgendwas stimmt da hier nicht. Das Spiel hat sich gegen mich verschworen. Klaut mir hier auch alle Camps. Wie man wieder. Warum spielen die eigentlich alle mit Cavalry? Was ist denn hier schiefgelaufen? Intergagagen, ich muss auf Wetter. Wieder da. Da lief erstmal einer, man kennt es. Da kommt man wohl mit meinem Pro-Skill nicht zurecht, deswegen muss man liefern.
bin aber schon mal zufrieden, dass das hier alles soweit jetzt funktioniert. Wäre halt, wie gesagt, noch schöner, wenn man eben In-Game Voice nutzen könnte, aber Pech. So ist das. Das ist mit der Elgato ganz komisch. Ist ja nicht Elgato, was ich habe. So. Ich habe ja Ava Media Live Gamer HD 2. Okay, hey Snipe, mein Lieber. Ich bin auf Konsole, Snipe. Ich bin auf Konsole. Wow. wow. Und ich habe Platz, glaube ich, schon, aber ich werde auch gleich ausmachen, da ich noch zum Friseur gehe. Also wenn denn heute Abend Snipe, dann lässt sich das machen. Vielleicht kann man bis dahin dann auch Rankelino mit mir spielen. Aber ihr müsst Discord nutzen, Snipe, weil ich kann halt In-Game-Voice nicht reden. Das geht nicht. Nur über Discord kann man mit mir quatschen. Ja, Drohnen-Aiming ist auch da. Wie kann mich denn der Termite umschießen? Ach, weil es der Blackbeard war. Scheiße. das macht heute der Werte Harris und der Schnatterer Schatterer. Die kommen halt. Ja, okay. Sind eh schon alle tot gleich. Also Shutter und Harris machen heute SLS das Halbfinale. Ja, Lecko, das mache ich noch. Keine Angst. Oh, ich habe ja heute, wie gesagt, ich fange ja erst richtig jetzt mit Konsolenspielen an. So. Hey Rula, hi Rula, danke für dein Follow, willkommen und seid ihr sein, wunderschönen Tag. Ausrufezeichen mitspielen, da steht es. Da steht mein Discord, da steht mein PSN-Name. Okay, jetzt haben wir halt verloren. Ich schiebe die Schuld auf dich. Oder nee, wir schieben die Schuld auf Shio, unseren tauben E-Sports-Profi hier. Und wir brauchen nur 6 Subscribes, damit wir endlich mal das Gewinnspiel machen können für das Rainbow Six Shirt und Cappy. Also, was ja in einem Paket vorhanden ist. Ich habe einen Controller in der Hand. Jetzt spiele ich endlich mal so, wie der ganze Zeit der Werde spielt am PC. Arsch! Ich bin ein Arsch. Du kriegst meine Drohne nicht, looking ein Umbrella, Ella, Floppy hat die Freundschaftsanfrage rausgeschickt, sauber. Was, kein Spawn-Trap-Versuch? Was ist denn hier los? Ich bin ja tierisch gelangweilt. Okay, Smoke ist halt hinten Control.
Gott, ey, ich hätte locker den Diffuse machen können und den Smoke umschießen, aber nein, ich bin halt ein Bot. Der Ansatz war mega, mein Lieber. Wie gesagt, wären wir jetzt auf PC gewesen, wäre der halt tot gewesen. Ich hätte den Diffuse gemacht, den da abgeaimt und dann hätte ich es gehabt, die Runde. Es ändert sich ja, weil in Agony demnächst ja mit Sim-Converter spielen wird. Was ist eigentlich hier los? Just ist so leise. Just gar nicht am Fluchen. Wie uncool ist das denn? Raste mal hier ein bisschen mehr aus, Alter. Nee. Oh nein, er ist wirklich da hinten drin. Ich hab's gewusst. Schon wieder verloren. So eine Kacke. Ich werde jetzt noch diese eine Runde hier spielen, ja. Ich mache jetzt noch eine Runde, dann werde ich mich fertig machen, weil dann muss ich noch zur Sparkasse und dann eben auf zum Friseur. Wenn jemand noch einen Sim-Converter rumzuliegen hat, ich nehme den gerne. Nee, die Sache ist ja, wenn ich es zu weit runterstelle, dann komme ich mit den Aim nicht hinterher. Also, die Sache ist, erstens kriege ich denn den Recoil nicht kontrolliert und zweitens kann ich denn nicht halt nachziehen, wenn die Gegner moven sollten. Und ja. Okay, Shio, gucken wir mal. Ich move dich mal. Das sieht mal hinhaut. Weil, wo versteckt er sich denn jetzt? Also, in meinem Discord bist du gerade nicht mal lieber. Also, ich sehe dich jedenfalls in meinem Discord nicht. Wir gehen mal kurz raus, dann lass uns mal, brech mal hier jemand die Suche ab. Suche abbrechen, vielleicht kann man noch irgendwelche einladen. Das ist der Shio, was sucht. Okay, too late. Gut. Also Shio ist auf alle Fälle nicht im Discord gerade. Ja, du bist aber nicht bei mir, Shio, mein Lieber. Ich gucke ja gerade auf den Discord. Also vorhin warst du ja drauf und jetzt Floppy ist da. Wir können ja mal kurz Floppy ziehen. Mal sehen, ob Floppy mit uns reden kann. Floppy, hallo. Hallo. Jo, also der kann halt. Hallo. Also Shio, du bist ein Lappen, weil du es nicht hinkriegst. Twitch-Runde kaputt. Einer ist bei den B-Windows. Jo, CEO. Und da fällt schon erster.
Und so sieht es dann halt aus, wenn man den Recoil nicht kontrollieren kann. So schlecht. Oh, bei mir ist einer an Admin, da wird's dran. Hab ihn. Ich hab Twitch geholt. Na komm, reingeseilt. Bei mir noch einer an Admin Starbits dran. Na komm rein. Jetzt komm doch schon mal rein. Na trau dich. Komm zu Papa. Feigling. Jetzt drunter halt noch wie so ein Schwitzer. Schwitzer, jetzt komm mal reingeseilt hier. Ja, lecker, die Aufsätze machen schon was aus, das weiß ich. Ich werde nicht gegen dich fliegen kommen. Wow, was für ein Bug. Wup, wup, Agonie hat dick die Headshots verteilt. Ich habe gerade ein C4 an die Decke geworfen, weil da einer stand und dann ist einfach gekommen, dass ich kein Nitro-Handy mehr habe. Das ist natürlich Fitz Batman. Ja, Chio, mein Lieber, wo bleibt der denn jetzt? Ich denke, der ist hier Discord, Alter. Ja, Floppy, ich weiß, du bist wieder raus, das stimmt wohl. Du warst drinne, konntest aber nicht mit uns reden oder besser gesagt, wolltest vielleicht gar nicht mit uns reden. Unerhört. Dreistigkeit. Wie gesagt, Leute, doch bitte sehr das Looten nicht vergessen. Immer fleißig looten, Ausrufezeichen Loot. Basement. Hä? Ah, ich bin gegen die Wand gefahren, ach so. Bin im Warteraum, wir können mal Snipe ziehen. Du da, hallo? Hallo. Oh, hallo. Hallo. Snipe ist ein bisschen leise, ich muss dich lauter machen. Ja, vielleicht das Spiel ein kleines Stückchen leiser. Weil so viel dazu, dass er HyperX Cloud zu leise ist auf dem Rechner, das stimmt gar nicht, das ist eine dreiste Lüge. Aber ja, wir hören dich, mein lieber Snipe. Schön, dass du da bist. Freut mich. Bisschen mehr Elan, wenn ich bitten darf. Quad, nein. Ich spiele mit dem ganz normalen PS4-Controller. Und... Aber ich werde mit Maus und Tastatur bald spielen. Brotdieb, danke für deinen Loot, mein Lieber. Hey? Ah, von White Car. Ja, Quad, das ist ja ist halt Rainbow, aber wenn man halt kein Aiming hat mit dem Controller, ist halt Cancer. So wie der da. Er hat mir mein Schild weggeschossen. Snipe is in Discord. So, wann wollte ich nochmal... Was sagt meine Bahn? So. Ist ja eh meine letzte Runde hier und dann muss ich los. Quatsch, ich bleib doch nicht auf Konsole. Ich bespiele beides. Hehehe.
Ja, Snipe, da musst du mal in Discord, dann gehst du Einstellungen und dann Sprache oder Audio oder sowas und da musst du mal gucken, was eingestellt ist. So, Quad Energy, aber danke für dein Follow, willkommen in der Salzwiese, mein Lieber. Als ob er es jetzt noch macht. Vielleicht werde ich auch irgendwann noch Xbox streamen, dafür brauche ich halt dann die Xbox, vielleicht werde ich es halt auch noch irgendwann in den Nation Goal reinpacken. Mal gucken, damit man halt alles drei bespielen kann. Das heißt eigentlich... Anthony! Oh Gott. Hallo! Hallo. Es funktioniert. Ja, siehst du? Nice. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Moin, Gunsen. Moin, Just Jay. Moin. Oh. Aber wie gesagt, ich werde wohl denn einfach alles mal irgendwann bespielen. Du musst das. Und Hallöchen, Snipe, doch schön mal deine... herzliche Stimme zu hören. Bist du da schon mal? Du warst ja schon bei mir im Stream, du Lappen. Deswegen, ja. Ja, ich habe jetzt einfach mein Headset von der Blaze vom USB am PC geschlossen. Von der Blaze von USB? Ja, ich habe ja das Astro A40 und das ist ja per Optical-Kabel und per USB an der PlayStation angeschlossen. Ja, siehst du, und da du da halt mit einem optischen Kabel arbeiten kannst, weil dann könnte ich trotzdem den Ingame-Sound hören. Genau, und das würde nämlich wahrscheinlich dann auch gehen. Ja, das geht. Also du musst halt ein Headset haben, was halt am besten einen so ein Dingenspups hier hatte, so Gerät und wo per Optical und per USB halt angeschlossen ist, dann geht das ohne Problem. Ne, ich habe ja meinen Audioverstärker dran, der ist ja ganz normal am Rechner. Darüber läuft der Gamesort, aber darüber kann ich halt komischerweise nicht in Voice reden, aber das ist halt auch Wumpe, weil ich wollte eh Discord. Achso, okay. Ja, es ist halt, also das Problem ist halt, wenn du mit der Capture Card streamst und nutzt den Ingame, also den PlayStation Chat, dann musst du jedes Mal in der Party umstellen, dass das Ausgabegerät nicht dein Headset, sondern dein TV, also der HDMI-Ausgang ist. Und dann verändert sich aber der Sound auch ein bisschen. Es ist ein bisschen beschissener, dann ist es immer noch in Ordnung, aber ein bisschen dümmer. Ja, aber das geht ja bei mir eh nicht. Also über Discord ist eigentlich schon geiler. Das Problem ist halt einfach, wenn du mit PlayStation-Spielern zockst, die meisten haben halt kein Discord. Und von jedem, mit dem ich irgendwie zusammenspiele, mehr oder weniger bei der PlayStation zu verlangen, Discord zu machen, ist auch ein bisschen hart an. Tja, Argoni ist aber ein arroganter kleiner Wichser und der verlangt das. Ja, du hast doch ungefähr 1500% mehr Zuschauer als ich, du Lappen. Weil, ja, weißt du warum? Weil ich bin relevant und du nicht. Ja, richtig. Da muss ich sogar recht geben, weil sonst hätte ich ja mehr Zuschauer, aber... Aber sag mal, wenn ich jetzt über OBS streame, kommt der, dadurch, dass das ja im Prinzip über meinen PC-Sound läuft, müsste man das alles, was ich jetzt höre, ja automatisch hören im Stream, oder? So ist es bei mir jetzt, ja. Aber vorhin ging das halt nicht, weil ich hatte vorhin das Headset-Kabel dran gehabt, das musste ich halt rausziehen. Was ist das denn jetzt schon wieder? Und musste dann einfach bei meinem Audioverstärker ausprobieren. Ey, geh mal weg, Alter, ich will jetzt nicht updaten. Ja, weil über Desktop-Audio läuft jetzt, sehe ich gerade nicht. Ja, ich musste da auch eine ganze Weile. Ich musste sowieso sehr viel rumgucken. Ich musste mein BIOS updaten. Also mein Wi-Fi, damit ich überhaupt mein PC die Capture Card erkennt. Und dann musste ich noch ein Firmware-Update machen. Also ich saß hier eine ganze Weile. Aber ich glaube, ich kaufe mir noch eine Capture Card, weil ich müsste so ja die ganze Zeit jetzt, wenn ich halt von meinem anderen PC jetzt. Du musst umstecken, wenn du vom PC auf Blaze gehst, ne? Genau. Ah, jetzt rennt mir der Team vor die Füße. Oh. Danke für die Claymore, mein Lieber. Und da bin ich halt eigentlich zu faul für, also heißt es, ich kaufe vielleicht einfach noch eine Capture Card. Okay, so ein Mikrofon. Bin ich theoretisch da drüber, aber das ist ja scheiße. Also kaufe ich mir einfach die HD Live Gamer nochmal, die ich habe. Wie hast du bezahlt für die jetzt? 200. Okay. Just, kannst du dich mal bitte anstrengen hier? Wo bleibt der Carry? Ja, ja, das Problem ist ja, das läuft gerade alles nicht über. Guck, warte mal. Die Hibana hat halt Skill, Lecko. Also Aim-Skill, keine Ahnung. Während ein Argoni nichts hat hier außer Wissen von Spiel, aber nicht wie er es umsetzen kann, weil er halt mit der Steuerung nicht klarkommt.
peinlich, peinlich. Das funktioniert nicht. Ja, aber wie gesagt, wenn ich halt noch Xbox kaufen sollte, dann kann man halt eben mit Schnatterrad auch mal spielen. Jo. Ja, musste halt rumprobieren. Ich musste auch eine ganze Menge rumprobieren. Bei mir war das halt wirklich so gewesen. Ich hatte die ganze Zeit keinen Game-Sound gehabt. Der war halt auf dem Monitor. Dann habe ich halt das... Mein Headset war ja vorher ganz normal an der Konsole angeschlossen gewesen. Dann habe ich das abgenommen, das Kabel. Von der, also mein ganz normales Headset-Kabel weggenommen von der Konsole. Somit ging der Game-Sound dann endlich über meinen Bildschirm. Und dann musste ich halt nur auf meinen Audio-Verstärker eine Taste drücken. Aber um darauf erstmal zu kommen, hat auch eine Stunde gedauert. Du hast ja im Mixer drinne die verschiedenen möglichen Audio. Ja, bei mir ist ganz normal eben Desktop-Audio und Mic Aux. Darüber läuft alles gerade. Ja gut, Mic Out. Darüber würden die Leute ja mich hören, aber nicht euch. Weißt du, was ich meine? Und euch hören sie ja im Prinzip, müssten sie euch ja über den Desktop-Audio sozusagen hören, aber da habe ich keinen Ausschlag. Das ist das Problem. Wie kann der nicht umfallen? Jäger und ein Archive. Ja, beide Seiten. Er springt halt richtig krass weg gegen mich, wo ich ihn mehrmals hitte und ich fall halt um. Ja, du musst da halt ein bisschen rumprobieren. Welche Capture Card hast du denn? Naja, ich hab die HD60 von Elgato. Ah ja, die wollte ich mir auch erst kaufen. Aber da meinten viele, die andere soll halt besser sein. Ja, ich hab dir das geschrieben. Ja, du hast, ja, du ja zum Beispiel auch. Ich hab dir aber glaube ich die... Oh, jetzt! Ah ne, das war jetzt ja, mein Desktop, der das gesagt hat. Du hast mir halt die billigere Variante gezeigt. Billigere Variante davon, ja. Ey, nö, Mann, Alter, ich hab Geld, Alter. Nee, eigentlich Geld habe ich nicht, aber ich habe ja Zuschauer, also danke, Leute, für den Support nochmal. Shio, hallo. Hallo. Er redet halt immer noch nicht mit uns. Och, Franco, danke für deinen Follow. Willkommen, dann sagt sie es. Ja, ich muss jetzt nur noch rausfinden, wie ich das mache, dass die Leute euch dann auch hören. Ja. Dass du halt nicht einfach OBS sagen kannst, dass er den Sound aus Discord nehmen soll. Ja, keine Ahnung. Das ist halt wieder mal typisch lächerlich OBS, weißt du. Da musst du, wie gesagt, rumprobieren. Irgendwann wirst du schon finden. Aber gut, ich mache jetzt eh aus, weil ich jetzt los muss. Ich mach mal hier ganz kurz mich muten. Dann gehen wir mal Switch auf hierauf. Da habe ich noch den falschen Screen. Sorry dafür. Na, bums. So rum. Leute, ich bin jetzt erstmal weg. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, das war jetzt erstmal ein Teststream. Ich werde nachher abends, ich schätze mal so, na, abends ist es noch nicht so, gegen 17 Uhr nochmal wiederkommen. So lange bin ich, wie gesagt, erstmal Haare schneiden und dann morgen ist dann Pro League ab 19 Uhr. Bums, erstmal aus hier. Und wir sehen uns dann später. Ich danke euch, dass ihr zugeguckt habt, dass ihr euch den Mist angeschaut habt. Wie gesagt, ich bin auf alle Fälle nicht gut mit Controller. Ihr seht es ja gerade. Das ist eher kontraproduktiv. Also ich werde vielleicht wirklich dann irgendwann auf einen Sim-Konverter umsteigen. Nur, dass ihr da Bescheid wisst, dass das halt deswegen so aussieht, wie es aussieht, weil ich halt keine Ahnung habe, wie man ordentlich mit dem Controller spielt. Ich danke euch allen, dass ihr zugeschaut habt. Ich bin später wieder da. Schaltet dann einfach ein. Vielleicht poste ich das dann nochmal bei Twitter oder bei Facebook. Und dann wünsche ich euch erstmal einen schönen Nachmittag, ist das ja schon. Also, haut da rein. Tüdeli, au revoir. Und danke für die Follows und für die Subs und für das Looten. Bye.